Die Impfquote unter den Erwachsenen in Deutschland ist laut dem Robert-Koch-Institut höher als bislang angenommen. Unter den Erwachsenen sind einer neuen Erhebung zufolge 84% mindestens einmal geimpft, vollständig geimpft sind demnach bis zu 80%. Diese Zahlen beziehen sich auf das neue Impfquoten-Monitoring Covimo, das neben den Meldungen der Impfstellen auch weitere Faktoren wie Telefonbefragungen berücksichtigt. Die offiziell gemeldeten Zahlen liegen jeweils um etwa 5 Prozentpunkte niedriger. Der Covimo-Erhebung zufolge liegt zudem die Impfbereitschaft der Bevölkerung auf einem hohen Niveau. In der Befragung zeigte sich ein Anteil von etwa 93% impfbereiten bzw. bereits geimpften Menschen. Diese Zahl ist indes nur eingeschränkt aussagefähig, da Impfskeptiker in den Befragungen womöglich unterrepräsentiert sind und diese zudem auch nur auf Deutsch stattfinden.